Hey Kinders und herzlich willkommen beim zweiten Unboxing. Diesmal natürlich, wir hatten eben Nissa, dann Schöpferin der Natur, jetzt kommt Chandra, Pyrogenie. So, die Box hatte ich nicht aus Versehen schon oben aufgemacht, deswegen öffnen wir die jetzt auf. So. So, Mensch. Das tun wir da wieder rein. So, nehmen wieder die Kappe ab. Nehmen wieder die Karte, die man leicht rausholen kann. Raus. Hat aber jetzt eine kleine Kerbung drin. Schweinerei. So, Chandra plus 2, Chandra Pyrogenie, Genie fügt einem jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Also auch gut, wenn man mit mehreren spielt. Minus 3, Chandra Pyrogenie fügt einer Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Ist okay. Aber minus 3 ist schon hab ich. Minus 10. Chandra Pyrogenie fügt einem Spieler deiner Wahl und jeder Kreatur, die er kontrolliert, 6 Schadenspunkte zu. Das ist viel. Kostet aber auch unheimlich viel. Ja, Ehrenpunkte, sag ich mal. Ist schon ganz schön. Extrem viel, muss man sagen. Das hier natürlich im stylischen Rot. Wie sollte es bei Chandra anders sein? Ne? Wir haben ja auch eben beim Nissa gesehen, das Deck an sich ist gar nicht mal schlecht. Es ist vor allem, die Decks sind vor allem deutlich besser als ja. Die Intro-Decks, die es früher gab. Davon gab es zwar immer 5, aber trotzdem, naja, die waren es überraschend. Also wenn du ein Intro-Deck holst, zum Einstieg, um reinzukommen, ist das ganz, ganz okay, aber um wirklich zu spielen, das ist scheiße. So, dann ist natürlich hier auch ganz viel mit Chandra erklärt, hier noch das Deck und so weiter, wie man das Deck verbessern kann, wie man dieses Deck spielt. Wie gesagt, wenn du anfängst damit, ist das ziemlich okay. Ich krieg das nie so zusammengebastelt, wie es mal war. Doch, jetzt. Mensch. Dann. Ja, verrate mir, wo ist der Anfang? Ah, da. Kommt zu sehen. So. Die befreiende Verbrennung fügt einer Kreatur deiner Wahl 6 Schadenspunkte hinzu. Du kannst deine Bibliothek und oder deinen Friedhof nach einer Karte namens Chandra Pyrogenie. Aha, also im Grunde sowas ähnliches wie bei Nissa. Mit 5 Mana war natürlich auch saumäßig teuer, auch direkt 2-mal. Die schicksalsträchtige Machtprobe fügt einer Kreatur, deinem Spieler deiner Wahl, so viel Schadenspunkte zu, wie du Karten auf deiner Hand hast. Wirf alle Karten aus deiner Hand ab und ziehe dann entsprechend viele Karten. So, das war ein bisschen sehr nah. Ist okay, wenn du sowieso viele Karten, warte mal, ich tue das andere hinten weg. Die Kamera sich nicht darauf fokussiert. Ist okay, wenn du eh eine Kartenhand hast, die nicht, die noch viel zu wünschen übrig lässt. 4 Mana, es geht. Turbo Straßenkreuzer, okay. 4 Mana, 5-3. Verursacht Trampelschaden, ach, und hat Eile. Wenn eine Turbo Straßenkreuzer ins Spiel kommt, wirft er bis zum Ende des Zuges eine Artefaktkreatur. Aha. Bemannen aber nur 2. Also man braucht nur ein Monster mit Stärke 2 oder so viel Monster mit die Stärke 1 haben, dass man 2 zusammen hat, die man tappt, damit man die Fahrzeuge kontrollieren kann. Rennbahn-Fanatikerin. Immer in der Rennbahn, wenn ein Fahrzeug bemannt, erhält das Fahrzeug Eile bis zum Ende des Zuges. Das, oh, ist okay. Ne? 2-1, Mana 2, finde ich jetzt nicht so. Okay, es ist ein rot-weißes Deck. Schaltknüppel Ass. Erstschlag. Das ist gut. Immer wenn der Schaltknüppel Ass ein Fahrzeug bemannt, erhält das Fahrzeug Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Das ist gut. Kostet 2 Mana. 2-1 ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem diese Erstschlag-Eigenschaft auf starken Fahrzeugen. Ziemlich nice. Und damit haben wir im Grunde in den 2 Decks haben wir das abgedeckt, was alles drin ist, nämlich einmal mit Energiemarken und einmal Fahrzeuge.
Treuer Begleiter hat Wachsamkeit, das ist schön. Der Treue Begleiter kann nicht alleine angreifen. Kostet auch nur 2 Mana. Zweimal finde ich ist okay. Ich bevorzuge aber Monster tatsächlich, die mal 2-3 haben und nicht 3-2, weil die nämlich immer so schnell kaputt sind. Und du tauschst lieber ein Monster, was 2-2 hat, mit einem Monster, was 3-2 hat, als andersrum. Nee. Wenn der erfahrene Rennfahrer ins Spiel kommt, wenn der Hill sich 2 an, also die obersten 2 Karten angucken. Rennfahrer ein Fahrzeug im Mantel hält das Fahrzeug +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Was krass ist. Er selber kostet auch nur 2 Mana, ein weißes, ein rotes, ist ordentlich. Der Bronzeviertelüberwacher hält Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges für 3-2. Nicht schlecht. Also er kann nur von mehr als einer Kreatur, also mehr, es muss mehr als eine Kreatur blocken. Renegaten-Unruhestifter, solange du ein Chandra Planeswalker erhält der Renegaten-Unruhestifter +1/+0, hat Erstschlag. Nice. Für nur 3 Mana, gar nicht mal so schlecht. 3 Mal auch im Deck. Immer wenn der Turmspitzen-Infiltrator getappt wird, fügt er jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Okay. In Verbindung mit, wenn er jetzt noch Verbündeter hätte, na, wäre er richtig nice. Zweimal. Ist ein bisschen teuer. Eile, ein Gremlin. Da hat jemand Wasser, nee, den was zu essen gegeben nach 12 Uhr. 3-3, 3 Mana-Monster. Naja. Oh, hier ist der fliegende Ersthelfer wieder. Der ist ja richtig nice. Habe ich im letzten Unboxing mit Nissa schon gesagt. Weil 2-3, 3 Mana und hat fliegend Wachsamkeit und Lebensverknüpfung. Also ist schon echt ordentlich. Schlingentopter. Fliegend und Eile. Okay, für 4 Mana, naja. Himmelshoch habe ich 5 Mana und hat nur fliegend. Okay. Das ist nicht so besonders. Dann haben wir hier einen Luftbarker, ein Fahrzeug. Fliegend, 2-3, für 2 Mana. Es geht. Ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber es geht. Der Renegatenfrachter. Wenn er angreift, erhält er +1 Mana, Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ist ordentlich für 3 Mana. Bemannen 2 ist auch nicht teuer. Dann haben wir Frachtkran des Bomad-Bazars. Wenn der Frachtkran des Bomad ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Bemannen 3 allerdings, ne? Und kostet 4. Schon ordentlich. Oh, dann hier der Oval-Hutt Dragster. Verursacht Trampelschaden, hat Eile und bemannen 1 nur. Den hier mit Erstschlag. Perfekt. Oh, dann haben wir wieder die Mannschaft, die Landschaft, die getappt ins Spiel kommt, wieder 4-mal. Bringt wieder Rot oder Weiß. Ja, hier sind auch nicht so viele Zaubersprüche drin. Also es sind mehr Kreaturen diesmal. Eine Kreatur gebaut für die Ewigkeit. Spontanzauber. Eine Kreatur normalerweise hält +2, +7 bis zum Ende des Zuges. Falls es eine Artefaktkreatur ist, erhält sie Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Für ein Mana. Das ist okay. Also +2/+2 alleine schon. Und falls eine Artefakt-Kreatur ist, Unzerstörbarkeit. Wer Artefakt-Kreaturen spielt, der kann diese Karte ohne Gewissensbiss einsetzen. Oh, da ist emotionales Wiedersehen. Also Chandra mit ihrer Mutter, ja. Würfel halt zusätzliche Kosten, um emotional wieder zu wirken. 2 Karten ab. Ziehe 3 Karten. Okay. Und falls man einer nicht so schöne Kartenhand hat. Dann kommt 4-mal Flammenpeitsche, war ja klar. Die Flammenpeitsche fügt einer Kreatur, deinem Spieler, deiner Wahl, 4 Schadenspunkte zu. Das gehört eigentlich in jedes rote Deck. So mit rein, so ein bisschen Damage machen. Ist an sich gar nicht mal so ein schlechtes Deck. Ist vor allem auf sich selbst auch abgestimmt. Das hat man nicht häufig bei Intro-Decks. Die sind häufig so, naja. So, jetzt haben wir natürlich noch die 2 Booster, die wir dann auch öffnen wollen. So, die geschickte Bastlerin, die sind alle nicht so. Hier, der geht noch. Erhält Flugfähigkeit, wenn man Wasser einsetzt, deswegen ist das okay. Ansonsten schwaches Monster. Kreatur, Riese, bedrohlich, nur. Prophetische Prisma.
Hier kommt sie eine Karte. Okay. Okay. Das ist eigentlich auch ganz gut für Splashdecks. Wenn die reparierende Techno-Schmiedin und Spielkomm-Bringer ein Artefakt oder Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ja, okay, ist weiß-schwarz. Gut spielbar. Elegante Klingschleifer können von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Fabrizieren 2 mit den lege 2 plus 1 beim Hacken auf sie oder erzeuge 2 1-1 farblose Servo-Artefakt-Kreaturen-Spielsteine. Okay. Die Fähigkeit beißt sich mit ihren Stats, finde ich. Und 6 Mana ist nicht wenig. Aber sie kann 2 Top da holen, ne? Ne, Servo-Kreaturen-Spielsteine, genau. Da haben wir auch wieder mal ein Servo. Strenge Überprüfung. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seine Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Kreatur und gerade der Spieler wirft die bestimmte Karte ab. Und wir haben Hellsicht 1. Für ein Mana ist okay, Monster. Wenn man weiß, dass der ein schlimmes Monster auf der Hand hat, das loszuwerden ist okay. Und dann zweifelhafte Herausforderungen. Schau dir die obersten 10 Karten in der Bibliothek an. Okay. Schicke davon bis zu 2 Kreaturenkarten ins Exil und mische dann deine Bibliothek. Ein Gegner deiner Wahl kann eine der ins Exil geschickten Karten bestimmen und sie unter seiner Kontrolle ins Spiel bringen. Bringe den Rest unter deiner Kontrolle ins Spiel. Okay. Ach, der fliegende Ersthelfer diesmal als Foil. Okay. Ist nicht übel, muss man sagen. Finde ich gut. Jetzt noch das zweite. Also ich habe bei anderen Boostern sehr viel mehr Pech. So, das sind alles Olala-Karten. Noch ein Fahrzeug. Das Wiedersehen, so. Technisierte Macht. Bestimme eines. Wenn eine Kreatur in deiner Wahl erhält, plus 5, plus 5 und verhungert bis zum Ende. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 2 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Ziemlich teuer, also nicht so unbedingt das beste. Langlebiges Handwerk. Wenn ein Spiel kommt, kannst du eins bezahlen. Falls du dies tust, lege eine plus 1 auf jene Kreatur. Dafür, dass die nur 2 Mana kostet, ist die ziemlich nice. Oh, und dann später, wenn du 4 Mana hast, kannst du dich das opfern und 6 Mana bezahlen, davon einen Wald und auf jene nochmal plus 1. Ist eigentlich ziemlich cool. Muss ich mal überlegen, ob ich die in mein Deck rein tue. So, Eile. Oh, wir haben noch eine Chandra. Der, oh, so. Also, Gremlin finde ich nicht so gut, aber hier, Chandra, Fackel des Widerstands. 4 Mana, ist keiner Dings. Plus 1, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst diese Karte wirken, falls du dies nicht tust. Fügt Chandra Fackel des Widerstands jedem Gegner 2 Schadenspunkte zu. Okay. Erhöhe den Mana-Pfad um 2 Feuer, also okay. Minus 3, Chandra fügt eine Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu, war ja klar. Und minus 7, du hältst ein Emblem mit. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, fügt dieses Emblem seiner Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu. Das ist stark. Vor allem, wenn du viele Zaubersprüche drin hast. Ne? So, ja, und dann noch ein Emblem von Dovin. Enttappen sind nicht mehr als 2 bleibende Karten. Enttappen. Oh, das ist krass, wenn jemand viele. Zum Beispiel so ein Elfendeck hat, wo er viele Karten spielt. So, das war's mit dem zweiten Unboxing. Chantra Pyro Genie. Und ich hoffe, wir sehen uns bald.